Sommer, Sonne, Festivalzeit. Bald ist es soweit und wo jetzt noch diese ruhige Wiese ist, wird am Wochenende das AStA Open Air gefeiert. Damit ihr wisst, was ihr dieses Wochenende alles erwarten könnt, haben wir Andreas Segel vom AStA für euch interviewt. Willkommen, hallo. Erstmal, was können die Besucher dieses Jahr erwarten? Ja, also wir machen diesmal ja zum ersten Mal zwei Tage, am 13. und 14. Juni. Das ist unterteilt in einen Festivaltag und einen Sommerfetentag. An beiden Tagen wird es ein bunt gemischtes Programm geben. Freitags spielen 7 Bands, vor allen Dingen Rock und Hip-Hopper, bunt gemischt. Und samstags legen dann 4 DJs hier aus der Saarbrücker Clubszene auf. Da wird auch ein buntes Programm aus Charts, Hip-Hop, Rock, House, alles Mögliche laufen. Also für jeden sollte was dabei sein. Wie ist es so zu den zwei Tagen gekommen? Wie ist es so entstanden? Da gibt es an sich zwei Gründe. Zum einen, dass wir einfach ein noch breiteres Zielpublikum ansprechen. Wir möchten gerne für jeden Studenten was anbieten. Und da die Bands vielleicht nicht jeden Geschmack zu 100% treffen, dachten wir, machen wir noch eine Party hinten dran, die eine breitere Zielgruppe hat. Und der zweite Vorteil ist auch für uns, wir planen das monatelang, wir bauen eine Woche lang auf, wir bauen eine Woche lang ab und das für 8 Stunden steht in keinem richtigen Verhältnis. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir das schon alles gerade hier haben, dann können wir es auch noch einen zweiten Tag nutzen. Nur für Studenten oder? Nein, kommen darf prinzipiell jeder. Wir haben nur eine Beschränkung drin und das ist, freitags darf man ab 16 Jahren kommen und samstags erst ab 18 Jahren. Aber ansonsten, ob Student oder nicht Student, das ist uns egal. Wie viel wird es kosten? Genau, da haben wir jetzt noch bis jeweils einen Tag vorher, kann man sich noch günstige Vorverkaufskarten kaufen. Für freitags kosten die 9 €, für samstags 6 €. Und dann gibt es jeweils an den Abendkassen, wird es wahrscheinlich auch noch jeweils ein paar Tickets geben. Die kosten dann freitags 14 € und samstags 9 €. Also für das Programm, was geboten wird, denke ich, ganz humane Preise. Besucher erwartet euch? Für den Freitag gehen wir mal, ist natürlich alles auch ein bisschen wetterabhängig, aber für den Freitag rechnen wir mit um die 5000 Besucher und samstags um die 3000 Besucher. Wenn man jetzt mehr Informationen bekommen will, wo kann man die jetzt bekommen? Genau, also da gibt es an sich zwei Stellen. Einmal ist das unsere Homepage, die ist einfach www.asta-open.de. Da findet man an sich ziemlich alles. Und zusätzlich noch kann man sich bei Facebook auch einfach nach Asta Open Air suchen, dann sollte man direkt auf unsere Fanpage kommen. Da gibt es dann auch immer noch die aktuellsten Informationen direkt auf einen Blick.